Hallo, heute bei diesem Video geht es explizit um Zug und Druck beim Handspring, wie das Ganze ausschauen soll, wo die Arme platziert sein sollen und wie du es am optimalsten ausführst. Wenn du zum ersten Mal auf unserem Kanal bist und immer wieder auf der Suche nach Wissenswertem oder Tutorials zum Thema Pole Dance, abonniere am besten gleich unseren Kanal. Achte darauf, dass der Zeigefinger deiner unteren Hand immer nach unten Richtung Boden schaut, um das Handgelenk zu stabilisieren. Platziere die untere Hand etwa auf Hüfthöhe. Platziere die obere Hand so hoch, dass sich mit deinem unteren Arm und deinem oberen Arm in etwa ein rechter Winkel ergibt. Von der Seite des oberen Arms Zug aus dem Lat und von der Seite des unteren Arms Druck nach vorne von Schulter und Brust, sodass deine Schultern übereinander stehen und sich in einem sauberen Spannungswinkel befinden. Um die Technik zu verinnerlichen, versuche als nächstes durch Zug aus dem Lat und Stabilisation der unteren Schulter die Beine kurz und kontrolliert vom Boden zu heben und wieder abzusetzen. Hier nochmal die Ansicht von einer anderen Seite, um zu sehen, dass die Schultern auch wirklich genau übereinander stehen. Achte darauf, dass du deinen Handspring immer mit dieser Technik einleitest, um Verletzungen vorzubeugen. Und nun viel Spaß beim Üben! Wenn dir unser Video gefallen hat, gib uns ein Like, teile es mit deinen Freunden, schreib einen Kommentar, abonniere den Kanal für wöchentliche Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bussi, Baba.